Im heutigen Video reden wir über das Thema X-Beine, das heißt dieses nach innen kommen der Knie, auch Knievalgus genannt, diese gedachte Linie zwischen Sprunggelenk, Knie und Hüfte ist dann nicht gerade, die Knie sind weiter innen. Und ich möchte heute mal erstens mit den gängigsten Mythen zum Thema X-Beine aufräumen. Ja, sind X-Beine angeboren? Kann ich mit X-Beinen irgendwas mit Training dagegen tun? Sind X-Beine wirklich immer die Ursache für meine Knieschmerzen? Und wenn ja, was kann ich im Training wirklich dagegen tun? Sollte ich immer gerade bleiben bei Übungen etc. etc. Und ich zeige natürlich auch die drei besten Übungen, ja, bei oder gegen dieses Problem. Und zwar sprechen wir über das Sprunggelenk, wir sprechen über die Hüfte und wir sprechen hier mal über den Quadrizepsmuskel, den Vastus medialis obliquus, was der da für eine Rolle spielt oder auch nicht. Und ich wünsche dir mit den Informationen ganz, ganz viel Erfolg, wieder schmerzfrei und leistungsfähig zu werden. Auf geht's. So, vorweg erstmal ganz wichtig zu klären, was ist ein X-Bein? Ja, ich habe es jetzt gerade natürlich schon irgendwie angedeutet. Ja, viele Leute erkennen das bei sich selber. Irgendwie stehen die Knie komisch, sind so nach innen gekommen. Meistens, nicht immer, rotieren die Füße dann etwas nach außen. Die Kniescheibe sieht komisch aus. Ich möchte aber mal, dass du das noch ein bisschen differenzierter verstehst, sozusagen auch mal am Modell erklärt, ja, und da ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, also das ist jetzt das rechte Bein, ja, hier auch, hier oben ist dann die Beckenschaufel, ja, und jetzt siehst du schon, was viele Leute eben denken, der erste große Mythos, ja, hat man vielleicht so in der Schule im Biologieunterricht, ich habe das damals auch so, ja, nicht gelernt, aber da wird das so in Anführungsstrichen immer gesagt, hier das Knie ist so ein Scharniergelenk, ja, also ähnlich wie ein Türscharnier, kann sich das eigentlich nur beugen und strecken und das ist ja auch irgendwie das, was man so im Alltag vom Kniegelenk wahrnimmt, so ein bisschen so ein dummes Gelenk, das würde ich allerdings nicht unterschreiben, weil das Kniegelenk ist doch ein bisschen intelligenter und zwar, was bei so einer Streckung immer passiert, ist, das ist die Tibia, der Schienbeinknochen, das ist der Oberschenkelknochen, ja, das ist die Tibia, die geht in die Außenrotation und der Oberschenkelknochen, der geht in eine relative Innenrotation. Ja, das ist die sogenannte Schlussrotation im Kniegelenk, die uns eine vollständige Streckung dann ermöglicht. Und wenn wir das Knie beugen, dann passiert das umgekehrt. Ja, der Oberschenkel kommt ein bisschen mehr in die Außenrotation und der Unterschenkel, der geht in die Innenrotation. Ja, das heißt, was man einfach verstehen muss, ohne jetzt zu komplex zu werden, ja, dieses Gelenk bewegt sich immer auf so einem helischen Winkel. Ja, man sieht das hier an den Gelenkenden sozusagen auch. Ja, so ein Oberschenkelknochen, der hat hier ganz unterschiedliche Durchmesser, der ist von der Seite breiter als hoch. Das heißt, wir haben hier verschiedene Drehmomente, wir haben verschiedene Hebellängen. Du kannst dir ein Gelenk so ähnlich vorstellen wie eine Mischung aus einem Getriebe und einem Differential im Auto, wer da so ein bisschen mechanisch ein bisschen tiefer denken möchte. Was ich nur sagen will, ja, das Kniegelenk ist eben nicht so einfach und das Kniegelenk hat eben deswegen auch die Möglichkeit, hier in diese X-Beinstellung zu kommen, weil das ist ja, denke ich, auch ein Mythos, der bei vielen Leuten im Kopf sitzt. Ja klar, wenn jetzt so mein Knie nach innen geht, ja, dann muss ich ja irgendwie meine Gelenkflächen, mein Knorpel verformen, ja, ich habe irgendwie Arthrose, ich habe Meniskusschäden, ich habe viel, viel höhere Risiko für Verschleiß. Das ist eigentlich auch ein weiterer Mythos, mit dem ich direkt mal aufräumen möchte. Wir wissen es einfach nicht, ja. Also du findest keine Studie da draußen, die sagt, hier, ich habe irgendwie 30 mm Knievalgus und deswegen eine 40% erhöhte Chance an Arthrose zu erkranken, gibt es einfach nicht. Ja? Also dieses Kniegelenk ist sehr schwer auch messbar zu machen, weil es handelt sich natürlich um interne Bewegungen. Das, was ich dir gerade erzählt habe, das wissen wir aus der Physiologie. Wie das allerdings im Einzelfall bei dir ganz genau aussieht, weiß man nicht. Ja? Man kann ja keinen Menschen bei Bewegung irgendwie aufmachen, das wäre hochgradig unethisch. Also was man, und in der Forschung gilt allgemein, ja, das weiß ich noch, aus dem Physikunterricht, was man nicht messen kann. Ja, das kann man schlecht oder nicht erforschen. Deswegen hier schon mal als Fazit, komme ich gleich auch noch zu. So ein X-Bein ist nichts Unnatürliches und kann sogar unter Umständen einige Vorteile mit sich bringen. Was uns direkt zur nächsten Frage auch bringt, ja, ist ein X-Bein eigentlich schädlich? Und ich blende dir hier mal so ein paar Aufnahmen ein von Top-Läufern, Top-Basketballspieler, ich glaube auch ein Hochspringer ist dabei. Ich habe jetzt mal so ein bisschen im Internet geguckt. Man sieht das sehr häufig auch bei leistungsorientierten Elite-Athleten, ja, dass es zu so einem dynamischen Knievalgus, also zu so einer dynamischen X-Beinstellung kommt. Ja. Das heißt, ich würde pauschal sagen, erstmal nein, eine X-Beinstellung ist nichts
schädlich ist. Schlussendlich handelt es sich hierbei auch um eine Gelenkfunktion, die wir einnehmen können. Das kannst du gerne ausprobieren. Ich kann auch in so eine X-Bein-Position gehen. Und schlussendlich kann ich das Gewebe hier auch elastisch einladen, belasten und zum Beispiel wieder nutzen, um nach oben zu springen. Ja? Und damit verbunden ist direkt die nächste Frage, ist ein X-Bein eigentlich eine Fehlhaltung? Ich mache ja immer auch mal ab und zu so Thumbnails zum Thema Fehlhaltung, aber wenn du eigentlich mir zuhörst, dann weißt du, dass ich gar nicht so der Fan bin, irgendwie von Fehlhaltung zu sprechen oder überhaupt von Haltungsnormitäten. Ja? Also es gibt keine standarddefinierte gute Haltung, ja, das heißt, man hat da natürlich so ein Bild vor sich, ne? Brust raus, Schultern neutral und nach hinten und natürlich die Beine irgendwie in einer Linie. Die Wahrheit ist, du hast eine individuelle Knochenmorphologie, ja, teilweise auch angeboren, genetisch bedingt, erziehungstechnisch bedingt und trainingsbedingt. Das heißt, Knochen können sich auch im Verlauf eines Lebens verändern und die passen sich, dein Körper sucht sich immer Strategien, um dir möglichst energieeffizient das zu ermöglichen, was du machen möchtest. Ja, ob das jetzt am PC sitzen ist oder Hochleistungssport, bei beiden Sachen wird es zu Veränderungen kommen. Ja, deswegen würde ich pauschal nicht davon sprechen, dass X-Beine irgendwie eine Fehlhaltung sind. Ja. X-Beine heißt nicht, dass du, wie gesagt, eine erhöhte Chance hast für Arthrose, dass du weniger Leistung hast, dass du schlechter bist oder so. Im Gegenteil, ja, so eine X-Bein-Strategie kann dir sogar unter Umständen Vorteile in gewissen Szenarien, Sportarten verschaffen. Ja. Man sieht es eben ganz, ganz häufig bei athletischen Spielsportarten, Rückschlagsportarten, ja, Sportarten, wo eben auch ausgewichen werden muss, zum Beispiel beim Fußball, wo Athleten dynamisch in eine X-Beinstellung gehen, um zum Beispiel Kräfte zu absorbieren. Was sich langfristig, ja, ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich bringe es mal kurz, was sich langfristig als Optimum durchsetzt, das ist immer eine Frage von Zeit und Evolution. Das heißt, ich bin damit vorsichtiger geworden zu sagen, oh, das ist falsch, das ist richtig. Dazu schon mal ein Fazit, ja. Wie gesagt, X-Beine müssen nicht die Ursache für deine Schmerzen sein. X-Beine sind nicht pauschal eine Fehlhaltung und X-Beine sind auch nicht irgendwie was Schädliches und auch deine Knie müssen nicht immer gerade sein. Also natürlich jetzt die Frage, wie kommt es zu Schmerzen? Da möchte ich als Trainer immer drei Fragen stellen vorweg. Erstens, hast du überhaupt Schmerzen? Ja, weil wenn du keine Schmerzen hast, hast du meistens auch kein Problem. Ja, und damit meine ich jetzt nicht nur akut, oh, mir tut das Knie weh und ist geschwollen. Nein, sondern hast du bei Belastungsschmerzen, merkst du irgendwas? Ja, vielleicht auch mal ein Knacken im Knie und dann fühlt sich das am nächsten Tag nicht so ganz rund an. Alles klar, dann würde ich schon mal sagen, ja, das ist verdächtig. Da wird vielleicht auch in Zukunft mal ein Problem entstehen. Falls das alles nicht der Fall ist, überhaupt kein Thema, ja. Never change a winning team. Die zweite Frage, die ich mir stellen würde, ist dein Gewebe gut genug konditioniert, um mit dieser Position oder überhaupt mit der Belastung, die du an dein System anstellst, zurechtzukommen? Ja, weil ich habe immer wieder ganz viele Kunden, die kommen zum Beispiel für den ersten Termin zu mir. Ich merke ganz schnell, die sind einfach untrainiert. Ja? Die haben lange Jahre kein Krafttraining gemacht, die haben lange Jahre kein Ausdauertraining gemacht und ist auch alles in Ordnung. Aber dann würde ich mich nicht um X-Beine kümmern, ja? Sondern deine Knie würden wahrscheinlich auch wehtun, wenn du perfekt gerade Knie hast. Ja? Das hat also nichts mit dieser Knochenmorphologie oder dieser Haltungs-, ich nenne es jetzt mal Abnormität in Anführungsstrichen, ja, zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass du schlichtweg untrainiert bist. Ja? Das ist also die zweite Frage, die ich erstmal aufräumen würde. Ja? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier ein paar Monate mal auf einem niedrigen Level starte und dann progressiv mit einem sinnvollen Trainingsplan Krafttraining zum Beispiel oder Ausdauertraining oder am besten beides betreibe? Ja? Die dritte Frage, die ich mir dann stellen würde, falls ich das auch ausräumen. Also ich habe Schmerzen, ja, ich weiß, was progressives Krafttraining ist und ich bin da jetzt irgendwie an eine Grenze gestoßen. Dann wäre meine dritte Frage, kennst du andere Strategien? Ja, das heißt, es ist gut, auch mal diese X-Bein-Strategie zu kennen und auch ausführen zu können. Das eigentliche Problem entsteht meiner Meinung nach als Trainer immer dann, wenn du aus dieser Position gar nicht herauskommst. Ich habe ja jetzt sehr viele Videos hier eingeblendet, ja, und du siehst immer eigentlich so einen dynamischen Knievalgus, ja, also ein Orden, der Athlet geht rein und geht elastisch auch wieder heraus. Und dann ist mir eigentlich auch egal, wie es jetzt im Alltag aussieht, ob man dann mehr oder weniger X-Beine hat. Wenn eine Person allerdings die ganze Zeit chronisch in dieser X-Beinstellung ist und gar nicht mehr in diese X-Beinstellung reingehen kann und auch überhaupt nicht herauskommt, dann liegt das Problem meistens darin begraben, dass diese Person
sehr viel relative Gelenkbeweglichkeit verloren hat. Und da beginnt eigentlich auch das Problem. Ja, wir haben keine effiziente Kraftübertragung mehr im Körper. Wir sollten mal gucken, was macht das Sprunggelenk. Wir sollten gucken, was macht das Knie, beispielsweise der Quadrizeps selber. Und vor allen Dingen auch, was macht die Hüfte. Ja, und damit legen wir jetzt auch los. Ich zeige dir mal als erstes eine Übung für die Hüfte. Dann sprechen wir in der zweiten Übung über das Sprunggelenk und zu guter Letzt über das Kniegelenk. Wie optimieren wir hier unsere relative Mechanik-Gelenkbewegung? Ab geht's. So, kommen wir jetzt zur ersten Übung für die Hüfte. Und zwar kümmern wir uns mal darum, hier den hinteren Bereich der tiefen Beckenboden und Glutealmuskulatur zu dehnen. Warum ist das so? Ja, wenn man sich das Becken einmal anschaut, wir reden jetzt hier vor allen Dingen, ja, vielleicht mal so Beispielmuskeln, ne? Wir reden jetzt hier vom Piriformis, Obturator, ja, eben dieser hinteren Hüftkapsel. Und die ist bei vielen Menschen mit X-Bein ziemlich konzentrisch arretiert. Ja, das heißt, das Becken geht hier in diesen Outflare. Und jeder kennt es aus dem Kindergarten. Ja, was machen Kinder, die pinkeln müssen? Die machen so. Ja, das heißt, du hast ein Problem damit, deine inneren Organe aufzuhalten. Ja, bei jedem Schritt, den du tust, gehen diese Organe nach vorne. Normalerweise hast du hier vordere Beckenboden, tiefe Bauchmuskulatur, die dagegen halten. Ja, und das ist oft eine Kompensationsstrategie. Wenn das hier schwach ist, ja, dann geht es in diese X-Bein-Position. Die Gedärme selber, die werden eben von dieser tiefen Beckenbodenmuskulatur nach vorne gedrückt. Deswegen machen wir da mal was zur Mobilisation. Wie sieht das aus? Wir gehen hier, am besten holst du dir so eine Handtuchrolle oder auch ein Buch. Ungefähr, ja, ruhig so ein dicker Schinken, aber auch nicht zu dick. Ich sag mal irgendwas zwischen 2 und 5 cm. Und dann gehst du hier auf die Unterarme, ja, das heißt die Ellbogen unter den Schultern, ganz entspannt, Kopf bleibt hängen, hier oben musst du dich eigentlich auf gar nichts mehr konzentrieren und was du dann machst, sagen wir mal, wir wollen jetzt die rechte Seite dehnen, ja, dann gehst du jetzt hier mit dem Bein über Kreuz, ja, ich mache das nochmal vor, mit dem Bein über Kreuz, ja, und lässt das Knie dann Richtung Boden fallen, ja, und jetzt siehst du dann, ich shifte jetzt hier mit dem Becken rüber, ja, mein Knie ist jetzt ganz wichtig, ich gehe nicht nach vorne oder ich gehe auch nicht nach hinten hier in diese Taube, sondern mein Knie bleibt wirklich unter der Hüfte und ich dehne, indem ich jetzt hier wirklich zur Seite shifte und das Knie Richtung Boden fallen lasse. Ja, das muss auch gar nicht den Boden berühren. Ich kann hier mit den Händen auch wieder etwas rüber wandern und ich habe jetzt hier einen extremen Stretch auf der hinteren Hüftkapsel, ja. Und das Ganze kannst du für 1 bis maximal 2 Minuten, ich würde meistens sowas 60 bis 90 Sekunden empfehlen, ja, das machst du hier. Und wichtig ist jetzt, lautlos, ich mache es immer nur ein bisschen für die Kamera, ja, lautlos über die Nase ein und dann Fensterscheibe anhauchen über den Mund. Hat man hoffentlich gesehen, dass ich meine seitliche Bauchmuskulatur etwas aktiviert, die halte ich auch. Und atme dann wieder tief über die Brust ein, ja. Und vor allen Dingen beim Ausatmen kann ich dann noch etwas mehr rüber und runter shiften, ja. Und dann kann ich jetzt hier logischerweise ganz einfach die Seite wechseln, ja. Ich mache beide Seiten oder eben die Seite. Falls du es einseitig hast, das X-Bein, kannst du auch nur die betroffene Seite in Anführungsstrichen machen. Ja, wie gesagt, was jetzt hier passiert, wir arbeiten schon mal ein bisschen an der relativen Beweglichkeit auch dieser Beckenschaufel. Ja, das hat wie gesagt was mit den inneren Organen zu tun. Falls du da mehr Interesse hast, kann ich dazu auch nochmal ein extra Video machen. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, ja, dass ich jetzt hier schon mal ein bisschen mehr relative Beweglichkeit in der Hüfte habe. Wie gesagt, und diese relative Gelenkbeweglichkeit, die brauche ich ja auch hier, um meinen Oberschenkel auch wieder besser beispielsweise in die Außenrotation bringen zu können. Übrigens, wenn die Informationen neu für dich sind, dann vergiss doch nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit hilfst du mir hier weiter, dass der Content mehr Leute erreicht. Und du kannst das Video auch mit Leuten teilen, von denen du vielleicht weißt, hey, die haben dieses Problem oder die glauben, dieses Problem zu haben. Ich bin mir sicher, die sind dir dafür sehr dankbar und das Video hilft, mit einigen Missverständnissen aufzuräumen. Also jetzt haben wir uns schon mal um die Hüfte gekümmert und jetzt kümmern wir uns mal um das Sprunggelenk in der nächsten Übung. So, und beim Thema Sprunggelenk, das ist jetzt komplex, weil es gibt jetzt verschiedene Arten, was mit deinem Sprunggelenk passieren kann. Ja, viele Leute, die dieses X-Bein haben, die haben auch so ein bisschen diesen Entengang. Warum ist das so? Ja, ich habe eine Außenrotation der Tibia, mein Knie kommt nach innen
und ich muss hier eigentlich diese mittlere Gangphase, ja, wenn mein Oberschenkel über den Fuß eigentlich geht, gerade, wird eben kompensiert, ja, indem ich hier mehr in diese Außenrotation gehe. Gibt auch viele Menschen, die dann hier diesen Hallux Valgus haben, also wo der Zeh dann noch so nach innen steht. Und es kommt eben auch zu ganz, ganz vielen Sekundärproblemen. Ja. Wer dann wirklich mal Sport macht, der merkt schnell, oh, ich habe vielleicht Probleme mit der Plantarfaszie, ich habe Probleme mit der Achillessehne, meine Füße tun weh. Und ich mache dir hier oben in der Infokarte, da glaube ich, nee, da kommt nächste Woche ein ausführliches Video zum Thema Fuß. Weil es gibt das in der Ausführung Hohlfuß, es gibt den Entenfuß, es gibt den Plattfuß. Ja? Und ich zeige dir dort in dem Video, wie du alle drei Gangphasen deines Fußes bei deinen individuellen Problemstellungen richtig trainieren kannst. Hier jetzt für das Video ist wichtig zu verstehen, wir wollen den Fuß wieder gerade bringen. Ja? Und der Fuß, der geht beim Gehen, Heel Rocker, ja, der geht über die Ferse. Dann kommt diese mittlere Standphase und dann kommt diese Late Stance Abdruckphase vom Fuß. Also drei Gangphasen. Was ich als allererstes mal immer trainieren würde, ja, um dem Fuß schon mal zu zeigen, hier gerade zu bleiben, ist die tiefe Wadenmuskulatur. Ja, die frühe Gangphase, wo der Unterschenkel hinter dem Fuß ist. Ja, du siehst, ich habe dann hier auch eine native Außenrotation, die wirklich aus dem Sprunggelenk kommt und nicht aus dem Knie oder aus anderen Regionen meines Körpers. Und deswegen einer meiner Favoriten, ja, deswegen kannst du auch hier direkt die Handtuchrolle benutzen, so als Kopfkissen. Faszienrolle jetzt hier nicht zusammendrücken wie blöd, sondern einfach locker, damit die Knie gerade bleiben, ja, damit du ein Gefühl hast. Guck mal auf meine Füße, dass hier, die Füße sollen jetzt nicht so stehen, ja, sondern du kannst hier schon mal in eine native, ich sag mal natürliche Innenrotation der Füße gehen. Ja. Du kannst sogar ein bisschen überkompensieren, wenn du möchtest. Ich würde am Anfang wirklich die Füße gerade stehen lassen. Ja. Und dann platzierst du die Knie ungefähr bei 90 Grad. Darf ein bisschen näher, darf ein bisschen weiter weg sein. Jetzt wird das Becken gekippt. Ja, ganz wichtig. Auch wieder die Atmung leise über die Nase. Seitliche Bauchmuskulatur, ohne einen Sit-Up zu machen. Ja. Und jetzt Becken wird gekippt. Jetzt hebe ich ganz leicht meine Füße, meine Hacken vom Boden ab und ich versuche jetzt den Großzehballen, ja, also diesen Teil meines Fußes versuche ich jetzt zu belasten, ja. Da denken immer ganz viele Leute, ja, das ist irgendwie eine Übung für die Beinrückseite, aber ich merke da nichts. Nein, das ist eine Übung für die Waden, ja, und ich muss hier auch nicht den hier machen, sondern ich muss wirklich Großzehballen in den Boden, Zehen locker lassen. Und guck mal, wie meine Wade abgeht. Die geht hier richtig ab. Ich merke das richtig im Soleus. Ich merke es richtig entlang, ich sag mal grob, der Achillessehne. Und ich versuche diese Position 45 Sekunden zu halten. Ja. Puh, ich merke das jetzt schon. Ja. Also wer das nicht merkt, der macht die Übung falsch. Nicht umgekehrt, das ist dann nicht so einfach. Du kannst natürlich hinterher, wenn du besser wirst, und dazu kommt übernächste Woche zum Knieschmerzen, in Video zeige ich dir hier eine Steigerung von. Ja? Also hiervon machst du zwei Durchgänge, 30 bis 45 Sekunden, weil du wirst am Anfang wahrscheinlich keine 45 Sekunden schaffen, ohne einen Krampf zu bekommen. Kein Problem, machst du nur 20, 30 Sekunden und versuchst dann im Verlaufe der Zeit zu steigern, ja, das ist so der nächste Mythos. Übungen, die du nicht kannst oder wo du merkst, die fallen dir extrem schwer, das sind meistens die Goldminen unter den Übungen, weil eine Übung oder eine Funktion, die du kannst, die kannst du schon, ja, da wirst du ja keine Verbesserung durch haben. Schlussendlich machen wir die Übung ja jetzt nicht zum Spaß, sondern um eine Problematik zu beheben und umso schwerer dir eine Übung fällt, umso besser. Ja. Mach's, zieh's durch. Nach den ersten Trainingseinheiten wirst du dann merken, dass es dir leichter fällt, bis du diese Zielwerte, wie zum Beispiel 45 Sekunden halten, auch wirklich erreichst. Übrigens, wenn du Knieprobleme in Form von Knieschmerzen, Patellatendinitis, Kreuzbandriss, Meniskusschäden, Arthrose hast, dann gehörst du zu Millionen von Deutschen, die aufgrund dieser Probleme massiv in ihrer Lebensfreude und Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Und das Schlimme daran, dass muss nicht so sein und lässt sich mit relativ wenig Aufwand und dem richtigen Training vermeiden. Und wenn du dir auch sagst, hey, ich muss was ändern, ich will wieder fit und schmerzfrei werden, ich will wieder Sport machen, ich will mit meinen Enkelkindern Fußball spielen oder, dann check doch mal mein neues Knieprogramm Knietraining der Zukunft aus. In diesem Programm erkläre ich dir vor allen Dingen, wie du mit Schmerzen umgehst, mit Schmerzen trainierst und diese so langfristig wirklich in den Griff bekommst. Denn der größte Fehler ist wirklich, Pause zu machen,
alle seine Fitness und Kraft zu verlieren und hinterher mit noch mehr Problemen als vorher dazustehen. Dabei werden wir deine Fortschritte erstens durch objektive Testmethoden festhalten, zweitens arbeiten wir an deinem Mindset und drittens zeige ich dir natürlich genau, welche Übung du bei deinem jeweiligen Problem brauchst. Wir stellen deinen individuellen Trainingsplan zusammen. Zur Vorregistrierung klick hier oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Dort findest du den Link zum Programm, auch zum Early Bird Rabatt. Es geht in wenigen Wochen los und jetzt weiter mit dem Video. Und damit kommen wir zu Übung Nummer 3. Ja, und jetzt wird es interessant. Jetzt kümmern wir uns ums Knie selber. Ja, ich hatte ja gerade gesagt, bei der X-Beinstellung haben wir eigentlich eine etwas verstärkte Schlussrotation im Kniegelenk. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Übung bei gebeugtem Knie, ja, wo wir jetzt hier wirklich aktiv in diese Kniebeugung reingehen. Und dann machen wir was für unseren Vastus medialis obliquus. Der zieht hier außen so entlang, dass dieser Regentropfenmuskel, sieht man hier so ein bisschen bei mir. Ja. Schlussendlich sind Muskeln auch immer Kompressoren. Ja. Wenn der hier anspannt, drückt er meinen Oberschenkel auch mehr Richtung Außenrotation. Ich habe eine verbesserte Innenrotation am Kniegelenk. Ja. So, was wir machen, du brauchst einen Kabelzug oder ein Gummiband. Ne, wie gesagt, nicht vom Kabelzug abschrecken lassen, ja, was du jetzt auch machen kannst. Du kannst jetzt hier irgendwie einen Gummizug verwenden. Ja, hier vielleicht mit so einem Griff kannst du irgendwo festmachen an einem Heizungsrohr. Gar kein Problem. Wir brauchen einfach ein bisschen Widerstand. Ich mache es jetzt mal am besten hier. Den Gummizug, den machst du ungefähr so auf Hüfthöhe, ist nicht ganz so kriegsentscheidend, befestigst du den. Und dann soll der von der Seite kommen. Ja, ich kann jetzt hier auch wieder meinen Handtuch nehmen, ein bisschen das Knie draufpacken, ist ein bisschen angenehmer. Was jetzt erstmal wichtig ist, ist wirklich hier, ja, du kannst den Kabelzug, da sind jetzt so 10 Kilo Widerstand drauf, würde ich schätzen. Ja, wichtig ist jetzt, der zieht mich hier leicht rüber, der zieht zur gleichen Seite, wo das Knie vorne steht. Das ist jetzt wichtig. Weil ich habe jetzt hier einen Kraftschluss, der sozusagen einmal um meinen Körper herum geht und auch diesen Vastus medialis hier belastet. Ja, ich brauche jetzt den Fuß. Ich werde jetzt sozusagen hier weggezogen und ich brauche jetzt als erstes mal meinen Fuß. Hier auch wieder den Großzehballen, die Fußinnenkante belasten. Ganz, ganz wichtig. Ja, Knie ungefähr zweiter großer Zeh, also in einer Linie. Ja. Und dann schaue ich mir jetzt hier an, was macht meine Hüfte. Die steht meistens hier ein bisschen hoch, wo das Knie vorne ist. Ich will die Hüfte runterbringen, ja? Allerdings ohne hier rüber zu shiften. Ja? Das ist hier so eine native Bewegung, die hier. Ja? Das kann man auch mal ein paar Mal, die ist nicht so einfach, wie sie aussieht. Ja? Ist auch wieder native Innenrotation in der Hüfte sozusagen. Haben auch viele Leute nicht. Ne? So, jetzt siehst du hier, bin ich relativ gerade. So, Becken wird aufgerichtet. Ja, ich habe jetzt hier überall 90 Grad Winkel, ne? Hier 90 Grad, Hüfte steht über dem Knie, hier vorne auch 90 Grad. Das ist der Fuß, der darf so ein bisschen nach vorne gehen, ich würde den aber wirklich gucken, auch hier besser unter dem Knie. Jetzt hier ist auch eine Kompensation, die viele machen, siehst du meinen hinteren Fuß? Der steht jetzt hier und der muss auch, also das ist eine Hüftinnenrotation, der muss auch hier in einer Linie hinter dem Knie verschwinden sozusagen. Und jetzt siehst du hier noch ganz grob, wie ich jetzt hier nach da shifte. Ja? Und das ist das Wichtigste, dass ich hier wirklich hier bleibe. Ich kann den Fuß ganz ein bisschen rausstellen, aber nicht hierhin oder so. Ja? Hier bin ich wieder in der totalen Kompensation, sondern schon hierhin. Ja? Und jetzt wird es wichtig, Fußinnenkante in den Boden. Ja? Zack. Das kann man hier an der seitlichen Wadenmuskulatur merken, muss man aber nicht. So, das ist der Kraftschluss. Der geht jetzt hier um meinen Körper herum. Ja, und wenn ich jetzt hier rausdrücke, boom, ja, dann ist wirklich wichtig, aus dem Shift raus, Becken nur nach unten, Becken aufrichten, Knie bleibt innen, Fuß bleibt innen. Ja, und jetzt bin ich maximal am Start. Ja, das merkst du richtig krass im Becken. Das kannst, musst du aber nicht hier merken. Ja, das kannst du in der äußeren Wade merken. Ja, wichtig ist auch hier gerade bleiben. Ja, nicht nach vorne, nicht nach hinten oder so, sondern boah. Merkt man auch hier im Bein. Ja, das Ganze auch für 45 Sekunden halten. Das Bein, was Probleme macht, nach vorne, wenn es beide sind, dann
wechseln. Ne? Wie gesagt, da wäre jetzt der Kabelzug befestigt. Ne? Ich wechsle jetzt hier, stelle jetzt logischerweise das andere Bein nach vorne. Zack. Ja. Und wichtig ist jetzt auch, was ist das Ziel bei dieser Übung? Ja, das Metaziel. Wann führe ich diese Übung aus? Natürlich vor deinem eigentlichen Kraft- oder Ausdauertraining. Also das kannst du gut als Warm-up machen. Ja. Diese drei Übungen zusammen, die dauern 5 bis 10 Minuten. Ja. Boah, hier kommt der Kraftschluss. Na? Das Ganze vor dem Training. Warum vor dem Training? Wir haben unser Nervensystem, zum Beispiel unser Gehirn. Das lernt ja diese neuen Strategien. Viele werden sich jetzt auch wieder beschweren, nur ist so komplex, ich muss mich auf so viel gleichzeitig konzentrieren. Ja, ist so, weil wir möchten ja hier Strategien umlernen. Wie gesagt, nochmal, wenn du diese Strategie hast und es funktioniert für dich, alles in Ordnung. Wenn du Knieschmerzen hast, ne, und diese, ich sag mal, Voraussetzung erfüllst, dann musst du ja diese Strategie hier umlernen. Und das ist eben schwierig, weil du musst verschiedene Gelenke ansteuern. Das kann ich am Anfang nicht mit viel Gewicht machen, das kann ich aber hinterher mit mehr Gewicht machen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt merke, ich werde fitter, ich habe das jetzt drauf mit der Fußinnenkante, das Knie bleibt gerade, ich habe das hier mit der Hüfte drauf, ja, dann kann ich auch hergehen und sagen, hier, ich nehme den, also der Kabelzug wird jetzt besser komplett von der Seite kommen, ja, ich kann jetzt hier hergehen, ja, und jetzt guck mal, Fußinnenkante wird belastet, Becken gerade, ja, zack, ich gehe hier raus, ja, und jetzt habe ich hier natürlich, wenn ich das kann, ja, siehst du mein Knie? Puh, ne? Überhaupt kein Problem. Oder ich kann auch hergehen und beispielsweise, ja, das ist schon eine ganze Ecke härter, gucken, dass ich hier in diesen isometrischen Ausfallschritt reingehe. Ist mir gerade ein bisschen zu krass. Ich habe mir vor ein paar Wochen hier rechts die Leiste gezerrt. Auch eine super Übung dafür, habe ich gerade gemerkt beim Vormachen. Aber wie gesagt, steiger dich. Ja? Also ein weiteres wichtiges Ziel ist eben umlernen. Neue Funktionen und Bewegungsmuster versuchen umzusetzen und diese dann progressiv aufzubauen. Ja, wie gesagt, in dem Video zum Sprunggelenk zeige ich dir auch noch aufbauende Übungen dazu. So, jetzt letzter Satz, bevor wir das Video beenden. Wie ist es denn mit der optischen Haltungskorrektur von X-Beinen? Kann man als Ziel setzen, ja, Knochen, passive Strukturen und Muskeln, die sind veränderbar. Muskeln natürlich als erstes, passive Strukturen nach ein paar Wochen, Monaten und Knochen wahrscheinlich nach ein paar Jahren konsequentem Training. Ich würde mit Bildern arbeiten, ja, vielleicht vor einer weißen Wand hier mal diese Beinachse fotografieren und gucken, wie ist es 6 Monate später, ja, wenn ich hier wirklich die Übung durchgezogen habe. Das sei mal dahingestellt, ist aber mir auch wichtig zu sagen, wie gesagt, ist vielleicht ein ästhetischer Faktor, aber kein funktioneller Faktor. Wenn es funktioniert für dich, ja, musst du es nicht ändern, auch wenn dir jemand sagt, X-Beine sehen scheiße aus. Wer ist der Typ? Ja, das ist erstmal Nummer 1 und zweitens, wenn du so ein Ziel hast, dann brauchst du Geduld. Ja, dann musst du das hier wirklich regelmäßig durchziehen, dann musst du das auch progressiv steigern und dann kannst du nach so einem 6-monatigen Zeitframe, ja, wenn du, oh, da ist eine Veränderung da, ja, dann gibt es meistens sowas wie eine asymptotische Annäherung, ja, es geht am Anfang schnell und am Ende weniger, dann kannst du zum Beispiel auch für dich festmachen, ja, ist es das wert? Viele Leute haben vielleicht einen Pain, einen Schmerz damit, dass es schlecht aussieht, aber der Pain, die Übung hier zu machen, ist größer. Da musst du natürlich gucken, wer bist du? Und in diesem Sinne, hau rein, gib dem Video einen Daumen nach oben, vergiss nicht, das Video mit Leuten zu teilen, die das Problem haben und ciao.